Ja, 60 Jahre Donauturm und das ist natürlich ein Grund zum Feiern in der Donaustadt, aber auch natürlich in ganz Wien, denn der Donauturm ist eines der wichtigsten Wahrzeichen mittlerweile geworden und mit seinen 252 Metern Höhe ist er ja auch in ganz Österreich das höchste Gebäude, das wir bei uns haben. Am 16. April 1964, da wurde er ganz offiziell eröffnet, davor gab es 2 Jahre Bauzeit unter der Architektur von Hannes Lintl und er ist, man sieht das natürlich an der Form, einem Fernsehturm nachempfunden. Er hat sogar Sendeeinrichtungen und beispielsweise der Polizeifunk läuft darüber, aber auch einige private Radiostationen senden über den Donauturm. Das ist aber, man muss ehrlich sagen, nicht der eigentliche Sinn und Zweck des Donauturms, denn er hat sich ja eigentlich zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in ganz Wien entwickelt und das nicht nur für die Wienerinnen und Wiener, sondern auch natürlich für Touristen. Und da erfreuen sich die meisten vor allem auch über das kulinarische Programm, das es vor Ort gibt. Beispielsweise das rotierende Restaurant ist eine besondere Attraktion. Das hatte vor allem in den 60er und 70er Jahren einen Sensationswert. Heutzutage muss man sagen, ist die größere Sensation aber die Rutsche, die es gibt auf 165 Metern Höhe. Damit ist es die höchste Rutsche in ganz Europa. Man hat auch einen Panoramablick auf Wien und kann sich da auf jeden Fall den richtigen Adrenalinkick holen. Den kann man sich aber auch schon auf der Aussichtsplattform holen auf 150 Metern Höhe. Man hat einen Rundumblick auf ganz Wien, kann sogar bis nach Bratislava schauen, wenn die Wetterlage gut ist, denn bis zu 80 Kilometer Sichtweite sind da dann drinnen. Ja, für die nächsten Jahre, für die nächsten 60 Jahre, wenn man so will, hat der Donauturm auch noch einiges vor. Angefangen von neuen Attraktionen bis hin zur Steigerung der Besucherzahlen. Vor Corona, da lagen die bei jährlichen Besuchern bei 420.000 ungefähr. Und nun möchte man sich da langsam wieder hinarbeiten darauf und dann natürlich diese Zahlen auch noch um einiges übertreffen in den nächsten Jahren. 60 Jahre Jubiläum zum Donauturm. Was bedeutet denn das für Sie persönlich bzw. für Wien? Persönlich bedeutet es, dass das gleiche Geburtsjahr der Turm trägt wie mein persönliches Geburtsjahr. Also das verbindet schon einmal. Aber für Wien bedeutet das natürlich das größte, höchste Wahrzeichen Wiens seit 60 Jahren. Und es bedeutet viel mehr. Es war die Nachkriegszeit, in der dieser Turm entstanden ist. Und es ist heute Wien die smarteste Stadt, die Stadt, in der man am besten leben kann. Sie hat alle Preise gewonnen und von hier aus lässt sich dieses Wien ein Stück weit bestaunen. Ob es das grüne Wien ist mit den Hausbergen, ob es die Seestadt Aspern ist, ob es die Donau-City ist, die UNO-City oder ob es das traditionelle Wien jetzt auf der anderen Seite des Donaustroms ist. Man kann die Entwicklung Wiens sehr, sehr gut ablesen und in diesen 60 Jahren hat sich eben immens viel getan. Können Sie uns vielleicht ein bisschen einen historischen Einblick geben? 60 Jahre Donauturm. Wie der Donauturm gebaut worden ist, war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber es war, was ich natürlich viel nachgelesen habe, ist, hier im Donaupark, ich sage jetzt mal, hat man natürlich auch sehr viel Schutt unter Anführungszeichen aus den Kriegszeiten hierher gebracht und hat dann gesagt, das muss man eigentlich komplett neu revitalisieren und hat, glaube ich, auch zu diesem Zeichen, dass man hat es als Stadt geschafft, hat man dann diese internationale Gartenshow hier etabliert und hat mit dem Donauturm einfach auch ein neues Wahrzeichen, auch ein Lebenszeichen. Wien existiert, Wien ist da, Wien ist nach den Nachkriegsjahren wieder auf einem wirtschaftlichen Wachstumskurs und ich glaube, der hält ja bis heute an. Ja. Also ich glaube, es gibt, wie wir ja heute gehört haben, auch keine Stadt auf der Welt, die so lebenswert ist. Der Donauturm ist ja gewissermaßen auch ein Tourismusmagnet, aber auch natürlich für die Einheimischen ein sehr, sehr schöner Ausflugspunkt sozusagen. Jetzt haben wir heute wunderschönes Wetter, sehr, sehr weite Sicht. Haben Sie da vielleicht ein paar Zahlen und Fakten für uns, wie viele Besucher es denn so gibt jedes Jahr? Also es sind einige hunderttausend pro Jahr. In Summe der letzten 60 Jahren waren es dann 23 Millionen Besucherinnen und Besucher. Und das Wichtige auch, es sind sehr viele Wienerinnen und Wiener dabei. 50% Anteil vom internationalen Gästetourismus, auch das ist natürlich wichtig, weil der Überblick gelingt einmal von hier oben sehr, sehr gut und man kann ja dann hinein ins Detail gehen. Und natürlich gibt es auch zusätzliche Attraktionen, so wie jetzt die Rutsche, die höchste Rutsche Europas. Also man muss sich das einmal vorstellen, wenn man dieses Gefühl außen da entlang rutschen darf, hat das natürlich auch mit Adrenalin zu tun und das soll ja der Donauturm auch weiterhin verstreuen. Und eines natürlich auch, es gibt 3 Lokale. Also man kann auch Fine Dining hier üben und man kann einfach auch eine angenehme Zeit mit seiner Familie verbringen. Also alles sind eingeladen.
diesen 60er mit uns zu feiern. Wir wollen ja nicht nur an diesem Tag auf die 60 Jahre Geschichte zurückblicken, sondern auch in die Zukunft. Welche Ziele setzt man sich denn da aktuell? Also wir wollen ganz besonders auf die Familien einen Schwerpunkt legen. Wir wollen in den nächsten Jahren vor allen Dingen für die Einheimischen, für die Wiener Familien, nicht nur den Donauturm, sondern auch mit dem Donaupark zusammenarbeiten und hier einige Attraktionen herbringen. Wir wollen uns kulinarisch auch in dieser Ebene befinden und international im Tourismus natürlich den Turm weiter verankern. Wir haben über 50% unserer Gäste kommen aus dem Tourismus. Und Wien ist eine Tourismusstadt und ich glaube, es ist für uns auch wichtig, dass wir dieses Wahrzeichen der ganzen Welt zeigen. Abschließend, werden Sie noch ein kleines Rutscherl wagen? Ich glaube schon, die Zeit lässt zu. Ich werde mich danach auf diese Rutsche erstmals bewegen und werde Ihnen dann berichten, wie es war. Bin ich schon gespannt. Wunderbar, Herr Hanke, wie war's denn? Ich kann nur sagen, bitte selber probieren. Ein wunderbarer Moment, da die Skyline von außen zu sehen. Ja, bringt Adrenalin. Tut gut für den restlichen Tag. Also, gute Zeit noch.